Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was man unter dem Monotonieverhalten einer Funktion versteht. Des Weiteren kennst du bereits den Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Den haben wir ja in den vorangegangenen Videos gemeinsam gelernt. Unser Ziel für dieses Video ist es nun, den Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen zu verstehen. Das heißt, wir wollen erläutern, was der Mittelwertsatz der Differentialrechnung mit dem Monotonieverhalten einer Funktion zu tun hat. Und dafür werfen wir nochmal einen kurzen Blick zurück. Wir haben hier den Graphen einer Funktion f gegeben und wir zeichnen nun diese Kante der Funktion f für ein bestimmtes Intervall ein, also von den Stellen a und b. Und nun wissen wir, also nun garantiert uns der Mittelwertsatz der Differentialrechnung, dass es zumindest eine Stelle gibt, an der die momentane Steigung von unserer Funktion f gleich groß ist unserer mittleren Steigung im Intervall a bis b. Das heißt, wir können zumindest eine Stelle s einzeichnen, an der die Steigung der Tangente an die Funktion f, also an den Funktionsgraphen von f, gleich groß ist wie die Steigung der Sekante. Mathematisch können wir das nun mit Hilfe von diesem Ausdruck formulieren. Wir haben hier links den Differenzenquotienten und der gibt uns die Steigung unserer Sekante an. Und die Steigung der Sekante ist gleich groß der Steigung der Tangente. Das heißt, hier die erste Ableitung von unserer Funktion f an der Stelle s gibt uns ja genau die Steigung der Tangente an dieser Stelle. Nun können wir diesen Ausdruck etwas umformeln, indem dass wir das b minus a unterhalb des Bruchstrichs nach oben multiplizieren und damit erhalten wir diesen Term. Betrachten wir nun diesen Term etwas genauer und schauen wir uns zunächst f' von s an. Wenn wir nun einen Blick in unsere Grafik werfen, dann sehen wir, dass die Tangente hier auf jeden Fall nach oben zeigt. Das heißt, wir können aufgrund der Grafik auf jeden Fall sagen, dass f' von s, also die Steigung der Tangente, positiv ist, also größer 0. Des Weiteren können wir sagen, dass b minus a ebenfalls auf jeden Fall größer 0 sein muss, weil ja b größer ist als a. Und wenn b größer ist als a, dann muss b minus a natürlich größer als 0 sein. Das heißt, wir haben hier auf der rechten Seite das Produkt zweier positiver Zahlen, also beide Terme hier sind größer als 0. Das heißt, wir können uns ganz sicher sein, dass der linke Teil von unserer Gleichung ebenfalls positiv sein muss, also ebenfalls größer 0, weil das Produkt zweier positiver Zahlen kann nur wieder eine positive Zahl ergeben. Das heißt, wir können uns sicher sein, dass f von b minus f von a ebenfalls größer als 0 sein muss. Das heißt, wenn wir nun ein bisschen weiterdenken, können wir uns deshalb sicher sein, dass f von b auf jeden Fall größer sein muss als f von a. Das heißt, der Mittelwertsatz der Differentialrechnung, aus dem können wir weiter schließen, dass wenn die Steigung der Tangente positiv ist, dann ist hier für diesen Fall auf jeden Fall der rechte Funktionswert, also f von b, größer als f von a. Wenn wir dieses Gedankenspiel nun etwas fortsetzen und stellen uns vor, dass diese Bedingung für jeden einzelnen x-Wert im Intervall a bis b gilt. Das heißt, für jede einzelne Stelle gilt, dass die Steigung der Tangente an dieser Stelle positiv ist. Dann würde auch für alle zugehörigen Sekanten gelten, dass der rechte Funktionswert der Sekante immer größer ist als der linke Funktionswert. Das heißt, allgemein können wir sagen, wenn f' von x größer 0 für alle x in unserem Intervall, dann ist f streng monoton steigend auf das Intervall. Weil wenn natürlich immer in unserem Intervall immer der rechte Wert größer ist als der linke, dann wissen wir, dass unsere Funktion streng monoton steigend sein muss. Natürlich, kann gar nicht anders sein. Nun haben wir das Ganze für den Fall beleuchtet, dass sozusagen die
erste Ableitung, also die Steigung der Tangente, auf ein Intervall strikt positiv ist, also strikt größer als 0. Allgemein können wir hier vier Fälle unterscheiden. Also es kann sein, dass unsere erste Ableitung in dem Intervall größer gleich 0 ist, kleiner gleich 0, größer 0 oder kleiner 0. Und für diese Fälle können wir nun sagen, wenn f' größer gleich 0 ist auf unser Intervall, dann ist f auf dieses Intervall monoton steigend. Bei kleiner gleich 0, dann ist f monoton fallend auf dieses Intervall. Und wenn f größer als 0 ist, dann ist f streng monoton steigend auf unser Intervall. Und wenn f' kleiner als 0 ist, dann ist f streng monoton fallend auf unser Intervall. Das war's für dieses Video und ciao.